zur Probe geht es bitte ein Zeichen, falls heute wieder Haken abreißt oder sonst irgendwie keine gescheite Bandbreite haben, bitte. So. Wie das schön langsam die Teilnehmer von diesem Online-Roundtable zu uns in den Raum. Sehr herzlich. Einige von euch kennen wahrscheinlich schon das Prozedere. Wir warten noch zwei Minuten. Alle, die neu hinzukommen. Also Bernhard, jetzt hakst du gerade. Ja, bei mir. Jetzt, ja, ich habe es gerade gesehen. Jetzt müsste es wieder funktionieren. Ja, hallo an alle, die jetzt gerade hereingekommen sind. Wir kämpfen gerade auch noch ein bisschen mit meiner Internetverbindung im Speziellen und hoffen, dass das halbwegs stabil läuft. Ansonsten würde ich dann den Daniel bitten, es zu übernehmen. Daniel, gibst du mal ein kurzes Signal, wie läuft meine Internetverbindung? Also es war besser, wie du ohne Bild da warst, auch wenn es uns wahrscheinlich traurig macht, dich visuell nicht wahrzunehmen, wäre es vielleicht so. Ja, passt. Wenn es euch nicht passt, wenn es euch nicht irritiert, nur meine Stimme zu hören, dann werden wir es so versuchen. Du bist die weise Stimme aus dem Off. Kann ich mich besser auf mein Timbre fokussieren. Ja, hallo an alle, die jetzt gerade in diesen Raum kommen. Wir warten noch eine Minute, bis dann wirklich alle es technisch auch geschafft haben und legen dann los. Hallo an alle, die jetzt da sind. Wir legen in den nächsten 30 Sekunden los. Wir haben noch gewartet, bis alle hier im Raum sind. Und Karin, wenn es von deiner Seite passt, dann würden wir beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Roundtable von Zero to One. Heute wieder mit einer sehr, sehr hochkarätigen Runde zu einem sehr, sehr spannenden und aktuellen Thema. Cash is King. Woher sollte das Geld für innovative Unternehmen kommen? Natürlich angesichts der aktuellen Situation, die wir jetzt leidlich kennen seit 7 Wochen, Stichwort Covid, Stichwort Corona. Mein Name ist Bernhard Lehner. Ich bin heute die Stimme aus dem Off und das ist wahrscheinlich auch der Krise geschuldet, nachdem jetzt insbesondere im Vormittag offensichtlich die Daten immer mehr werden und die Bandbreiten nicht entsprechend wachsen können, haben wir uns entschlossen, dass mein Video heute nicht da ist, aber dafür hoffentlich meine Stimme stable. So, ich darf jetzt einmal meine Runde begrüßen und ich würde das jetzt so machen, wie mein Zoom-Fenster das auch anzeigt. Ich begrüße bei uns die Carina Roth. Hallo von Wiser. Servus. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben bei uns den Peter Bossek, CEO der Erste Bank. Hallo Peter. Hallo. Perfekt, dass du aus sein. Mit dem Christoph Boschan haben wir den Vorstand der Länderbörse bei uns. Hallo Christoph. Grüß Gott. Der Daniel Horak, den kennen auch viele, der Co-Founder von Conda, einem oder der Pionier des Crowdinvestings in Österreich. Hallo Daniel. Hallo, grüß euch. Und wir haben den Moritz bei uns. Hallo Moritz. Hallo. Vollpension. Hi. So, wir unterhalten uns heute über das Thema, wie geht es denn mit innovativen Unternehmen weiter? Und das wollen wir im Punkto Liquidität, im Punkto Finanzierung. Und das wollen wir tatsächlich auch ein bisschen breiter diskutieren. Wir haben deswegen auch mit der Carina ein tatsächlich tech-orientiertes, sehr wachstumsorientiertes Startup bei uns. Und wir haben mit dem Moritz einen Gründer bei uns, der im Bereich Social Entrepreneurship unterwegs ist. Und ich würde diese Runde sehr gerne jetzt mal eröffnen mit die Frage an euch beide, vielleicht Carina gleich an dich als Erste gerichtet. Wir haben jetzt Woche 7. Wir wissen, es wurde sehr viel davon gesprochen, welche Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen geframed werden vom Gesetzgeber. Man hört aber zunehmend, dass gar nicht mal so viel in der
nötigen Geschwindigkeit auch ankommt. Das ist mal so, was jetzt tatsächlich so ein bisschen die Wahrnehmung ist, wenn man sich ein bisschen herumhört. Meine Frage jetzt nochmal an dich als Erster, Carina. Wie geht's euch? Trifft es auf euch zu? Kannst du uns ganz kurz sozusagen von der Front einen kleinen Bericht geben? Sehr gern. Also wir sind, man hört ja auch, also dass zurzeit auch generell bei Startups das Fundraising auch eine Herausforderung darstellt. Und da kann ich bestätigen, dass es uns auch trifft. Also wir sind sogar in einer Situation, wo wir dabei sind, eine Runde zu closen. Das verzögert sich jetzt und stellt uns natürlich vor Herausforderungen, ja, verursacht Stress. Beziehungsweise wir haben uns dann natürlich auch angeschaut, im März von Anfang an, welche Förderungen kommen denn für uns in Frage. Das Erste, das jetzt wirklich möglich wäre bei uns, in unserer Lage, wäre der Startup-Hilfsfonds. Wir warten immer ganz gespannt auf die Ausschreibungsinfos. Wir haben schon ein paar Indikationen bekommen. Eben, es bietet sich an, weil wir ja gerade in einer Runde sind, die jetzt mit dem Zuschuss verdoppeln zu lassen über das AWS. Wir haben das immer schon vorgehabt, dass wir das auch über ein Wandeldarlehen machen, also auch schon vor der Krise. Jetzt stellt sich ja die Frage, ob dieses Finanzierungsinstrument auch förderfähig ist. Es gab jetzt schon erste Indikationen, wie die Convertible aussehen muss. Da bin ich jetzt auch dankbar, dass wir die schon haben, also dass das Eigenkapital ähnlich sein muss. Aber die Convertibles, die es jetzt am Markt draußen gibt, die schon geclosed wurden, die würden dem wahrscheinlich nicht entsprechen. Ja. Also man muss schon wissen, was es sein muss, damit es dann auch förderfähig ist. Ja. Wir können sie jetzt noch nicht erstellen, solange wir nicht wissen, wie sie dann auch wirklich aussehen muss. Thema Geschwindigkeit und Geschwindigkeit, also Umsetzungsgeschwindigkeit. Genau. Das ist das Thema, ja. Also wir haben vor ein paar Wochen davon erfahren und ja, Sicherheit ist noch keine da. Und genaue Infos, also wir hören immer natürlich immer ein paar Indikationen, aber solange die nicht schwarz auf weiß sind, kann ich mich halt auch nicht wirklich darauf verlassen. Ganz kurz nur ein Blitzlicht vielleicht auch, Lust der Investoren in der Krise, was vernimmst du da? Private Investoren, zucken die jetzt zurück? Oder ja, also wir haben schon auch mit strategischen Investoren gesprochen, dass sich dann eben auch aufgrund derer Business-Szenarios und Outlook verzögert. Ja. Also jeder Großinvestor schaut sich jetzt natürlich auch seine eigenen Businesses an. Bei den Privatinvestoren, ja, gibt es einige, ich sage mal, hauptsächlich auch Bestandinvestoren, die dann in diesen Zeiten auch weiterhin unterstützen und eben aber auch das Kapital haben. Ja. Es trifft natürlich auch einige, die jetzt sagen, ich bin lieber vorsichtig. Na klar. Moritz, ich darf zu dir weiterleiten. Ihr seid ja ein bisschen anders aufgestellt. Ihr seid jetzt nicht so ein Hypergrowth oder sehr stark growth-orientiertes Unternehmen. Ihr habt mit der Vollpension zwei Gastronomiestätten, die es jetzt besonders hart trifft, wahrscheinlich auch doppelt, sozusagen neu und Gastro ist wahrscheinlich eine ganz unangenehme Situation. Erzähl uns mal, wie es bei euch geht und was ihr jetzt tut, auch um dort durchzutauchen. Also wir sind im Moment, sage ich mal, ein in erster Linie überlebensorientiertes Unternehmen und ich denke, das trifft auf sehr viele Unternehmen im Moment in Österreich zu. Und die letzten Wochen waren, sage ich mal, zach. Ja. Es hat begonnen mit den schon absehbaren behördlichen Schließungen. Damals, ich glaube, um den 10., 11. März herum, dann die viel besprochene Aushebelung vom Epidemiegesetz. Und dann wurden, sage ich mal, vollmundig Maßnahmen wie Kurzarbeitszeit und Kredite angekündigt. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass die ersten Wochen für Kleinunternehmen eigentlich dominiert waren vom Verstehen von Anträgen und Konditionen, die sich ständig ändern und vom Ausfüllen von Papier über Formular, über Formular, über Formular, über Formular. Also wir sind drei Gründerinnen. Bei uns hat eine Person eigentlich 10 Tage lang oder 14 Tage sich ausschließlich damit beschäftigt, die Kurzarbeitszeit zu verstehen,
die jeweils neue Formularversion zu verstehen. Und die Zusagen für die Kurzarbeitszeit sind noch immer nicht vollumfänglich da. Und das ist jetzt ein, sage ich mal, 6-Wochen-Prozess. Bei den Krediten ist am Anfang ja der Eindruck entstanden, dass es quasi geschenktes Geld ist und das Land mit Geld überflutet wird. Das war die Rede von unbürokratischen und raschen Bearbeitungszeiten. Mhm. Und ich glaube, es wurde damit einfach auch ein Druck erzeugt über die Pressekonferenzen auf die Bankmitarbeiter und ein Druck auch auf die Förderstellen. Und die Drecksarbeit, nämlich dann dem Unternehmer, der 50 Angestellte hat, zu sagen, dass das Bilanzbild keine Garantie hergibt und dass er trotz zum Teil 100% persönlicher Haftung oder Grundbuch das Geld nicht bekommen kann. Diese Drecksarbeit wurde dann den Bankmitarbeitern überlassen. Und da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass man genauso wie man zu den gesundheitspolitischen Aspekten ja klare Ansagen gemacht hat von Anfang an, dass man einfach auch Richtung Unternehmen klare Ansagen tätigt. Und ich möchte jetzt also kurz ein Bild strapazieren. Also die Unternehmen haben zum Teil Vorerkrankungen, ja, wo der, sag ich jetzt einmal, der Blutwert nicht stimmt oder ein Unternehmen jetzt im übertragenen Sinn Diabetes hat. Und es wurde ja im Initial der Eindruck erweckt, das würden jetzt quasi alle behandelt werden und es würden alle unterstützt werden. Da gab es ja diese berühmte Aussage vom Holzmann von der Nationalbank, da wurden die Köpfe geschüttelt, das wurde negiert. Und jetzt Stück für Stück hat sich aber über die letzten Wochen herausgestellt, dass es dann doch Richtung Survival of the Fittest geht. Und da hat einfach die Klarheit gefehlt. Da wurde auch, sage ich mal, von natürlich Mitarbeitern oder auch Kunden und im Umfeld einfach die Erwartungshaltung geschürt, dass der Staat alle auffängt und sich der Staat um alle kümmert. Und da ist jetzt, sage ich mal, unser Vorwurf, dass ein großes Delta ist zwischen Schein und Ankündigung und dann Sein und Realität. Und da hat man auch das Gefühl, dass zum Teil realitätsfremde Ankündigungen gemacht wurden. Lass mich da kurz einhaken, Moritz, bitte. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Da würde ich jetzt gern Peter zu dir auch natürlich überführen, weil das jetzt natürlich, da steckt jetzt sehr viel drin. Darf ich da noch einen Satz sagen, bevor es zu dir, Peter, geht? Und zwar, ich habe das als realitätsfremd empfunden, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das geht jetzt alles unbürokratisch und so fort, weil natürlich die Förderstellen und auch die Banken, das sind ja große Systeme. Also man kann ja dort nicht etablierte Abläufe, die über die Finanzkrise und Basel und das System wurde ja darauf konditioniert, ganz genau auf die Eigenkapitalausstattung zu schauen. Ja, und dann einfach zu glauben, dass man das in 48 Stunden verändert. Also ich glaube, da wurde auch den Banken dann damit einfach kein Gefallen getan. Und noch ein, ich bin dann gleich fertig. Ja. Ich würde ja sogar behaupten, wen interessiert denn momentan die Eigenkapitalausstattung überhaupt? Es geht doch darum, jetzt zu retten, was zu retten ist, den wirtschaftlichen Kollateralschaden zu verhindern. Und die Kennzahl sollte nicht sein, wer hat welche Eigenkapitalausstattung und wie schön ist die Bilanz, sondern wer schafft welchen gesellschaftlichen Nutzen, wer schafft wie viele Arbeitsplätze und wer trägt im Positiven oder im Negativen auch zu der Gesellschaft bei. Und dahingehend sollte das System halt gedacht werden und die Mittel, die der Staat ins Rennen führt, sollten dahin gehen. Das steckt jetzt sehr viel drinnen. Vielen Dank jetzt mal und Peter, natürlich jetzt zu dir bitte übergebend, weil du bist ja jetzt der Mann, der da sozusagen auf der anderen Seite sitzt und genau jetzt, wie der Moritz seine Wahrnehmung war, dass er quasi mit seinem Team und seinen Mitarbeitern abfedern muss, was von der Regierungsseite angekündigt wurde. Du hast ja da dich auch mehrfach jetzt schon dazu geäußert. Stichwort dazu ist ja auch, dass tatsächlich die Bank offensichtlich vor dem Problem steht, dass die Garantie, also ihr müsst jetzt sozusagen jetzt garantieren, aber die ABS entscheidet dann erst Ende des Jahres, ob das tatsächlich dann auch gebackt wird sozusagen. Erzähl uns mal bitte oder vielleicht hakst du da direkt auch ein. Hat der Moritz die richtige Wahrnehmung, dass das so sein könnte und wie geht es euch jetzt als Bank? Bei euch muss ja alles Kopf stehen und rund um die Uhr gearbeitet werden, weil anders ist das ja wahrscheinlich gar nicht zu handeln, oder?
Ja, also zum Eingang, vieles von dem, was du morgen gesagt hast, kann ich extrem gut nachvollziehen. Und es ist insbesondere für kleinere Unternehmen wahnsinnig anstrengend, schwierig, herausfordernd, sozusagen jetzt alle Anträge, egal ob es Kurzarbeit oder Förderstellen oder so, auszufüllen. Das braucht echt Kapazität. Da tun sich die Größeren natürlich leichter, weil die nehmen einen Mitarbeiter, setzen den 3 Tage drauf und dann sind die Anträge ausgefüllt. Ein kleineres Unternehmen hat das nicht. Ein kleineres Unternehmen hat in der Regel auch sozusagen nicht alle wirtschaftlichen Unterlagen auf Knopfdruck fertig. Ja? Und wir haben natürlich eine Situation, dass uns dieses doofe Virus im Jahr zu einem Zeitpunkt erwischt hat, wo noch viele Bilanzen nicht abschlussgebucht sind. Und es ist zum Beispiel von Beginn an klar kommuniziert worden bei der 100%-Garantie, dass die sozusagen vergeben werden kann an Unternehmen, die Ende 2019 wirtschaftlich gesund waren. Jetzt haben wir wahrscheinlich 20% Unternehmen in dem Land, die einen Jahresabschluss für 2019 schon haben, weil in der Regel kommen die Jahresabschlüsse ja eher ein Jahr später. Vielleicht ganz grundsätzlich. Zum einen muss ich die ABS da kurz in Schutz nehmen, weil du gesagt hast, die ABS entscheidet erst zum Jahresende. Die ABS entscheidet sehr schnell. Ja, also ich habe im Moment eine offene Standleitung zum Bernhardt-Sagmeister und der arbeitet jetzt auch 24/7 und schmeißt sich da wirklich rein. Das Problem, das sich ergibt, ist, und da hat das Sita Moritz völlig richtig, es gibt umfangreiche Förderungsrichtlinien, die sich auch relativ oft ändern und in manchen Bereichen noch immer nicht ganz fertig sind. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen ein regulatorisches Rahmenwerk für Banken, wo egal ob garantiert oder nicht garantiert wird, wir immer dazu verpflichtet sind, die Rückführbarkeit einer Finanzierung zu überprüfen. Jetzt hat der Gernot Blümel letzte Woche, ich glaube Freitag war es, da in Abstimmung mit der Finanzmarktaufsicht was sozusagen erreicht, was aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll erscheint, dass man da sehr stark unterscheidet zwischen bestehenden Kundenverbindungen und Neukundenverbindungen, weil bei den bestehenden Kundenverbindungen haben wir natürlich viel mehr Informationen. Und da geht es mehr um eine Plausibilisierung und nicht um Liquiditätsrechnungen für die nächsten Jahre. Und da sind wir dabei, glaube ich, einen pragmatischen Weg zu finden. Kann das sein, dass das bei manchen Kunden noch immer als bürokratisch ankommt? Ja, kann durchaus sein, muss ich mich gleich dafür entschuldigen. Aber es ist ja sozusagen das Geld meiner Aktionäre und Sparer, das da vergeben wird. Und ich bin normalerweise Treuhänder meiner Kunden und jetzt bin ich auch Treuhänder sozusagen der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit diesen Liquiditäten. In Summe glaube ich, dass wir noch 2-3 Wochen als Kreditwirtschaft brauchen, um all diese Anträge abzuarbeiten, und es kommen ja laufend noch welche rein. Und dann hoffe ich, dass für ganz viele Unternehmen in dem Land das Thema Liquidität mal gelöst ist. Okay. Was man so ein bisschen draußen hört, insbesondere in den letzten Tagen auf Social Media, ist aber tatsächlich auch etwas, also da bin ich mir nicht sicher, ob man es jetzt nur mit vielleicht noch langsameren Prozessen erklären kann, aber er hat tatsächlich sehr wenige Zusagen aktuell, egal von welcher Seite, aber da gibt es eine Ratio, die ich jetzt gerade gelesen habe, in der Vorbereitung auch noch eine Steuerberaterin, die sagt, sie hat von 170 aus ihrer Sicht natürlich sehr gut aufbereiteten Einreichungen jetzt gerade mal 2 positiv beschieden bekommen und die anderen sind in Bearbeitung. Ja. Das ist natürlich schon, also ich kann man hört von wenigen, die schon Geld gesehen haben. Ich kann dir unsere Aufteilung sagen, wir haben aktuell 12% Ablehnungen, ungefähr 40% in Bearbeitung und der Rest ist genehmigt. Warum so viel in Bearbeitung? Das ist genau der Punkt, den ich vorher angesprochen habe, dass viele Unternehmen erst ihre Unterlagen einholen müssen. Ja. Und die Steuerberater arbeiten meines Erachtens auch jetzt rund um die Uhr und machen einen super Job. Aber es haben nicht alle auf Knopfdruck alles fertig. Moritz, du hast... Ganz kurze Replik. Also, bitte. Wenn jetzt dein Bild ist, dass es daran scheitert, dass kleine Unternehmen nicht das Know-how haben, um die komplizierten Formulare auszufüllen oder die Unterlagen am Start zu haben. Also wir sind ein sehr kleines Unternehmen, haben aber mit Binder-Kreuzwang eine der größten Anwaltskanzleien und mit Steirer-Mikas so einen mittelgroßen Steuerberater. Die haben die Antworten nicht.
Die haben die Antworten nicht. Und ich behaupte, dass jetzt auch auf Konzernebene das nicht die besseren oder schlaueren Anwälte oder Steuerberater sind. Es weiß der Steuerberater bis heute nicht, wie die Kurzarbeitszeit abzurechnen ist. Wir haben jetzt zwei Gehaltszahlungen, wurden mit dem alten Gehalt gemacht als Notlösung, weil die nicht verstehen, wie es funktioniert und der siebte Rechner verwendet wird. Und ich würde sagen, die Finanzdaten aufzubereiten für die Anträge bei der Bank, das ist gar nicht so wahnsinnig aufwendig. Das war auch zum Teil sehr unbürokratisch mit wirklich simplen Berechnungen. Also das ist nicht der Raketenbau, an dem es scheitert. Es ist eher dann so, dass es, also ich kenne einen Fall, da dauert es von der Zusage ABS und Bank, bis es dann der Vertrag ausgefertigt wurde von der Bank, dann einfach noch einmal 10 Tage. Und nicht falsch verstehen, die Bankleute, mit denen ich jetzt zu tun gehabt habe und im Umfeld, die Betreuer hängen sich rein Vollgas. Die sitzen Überstunden im Homeoffice. Nur die sind auch dann in der Situation gefangen, weil es steht der Kunde dort, der 10 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter auf der Payroll hat, wo Existenzen, Kühlschränke, Mieten dranhängen. Und der Bankmitarbeiter steht dort, hat zum Teil intern auch noch diese Unklarheiten, die es natürlich im System gibt. Und die Leute sind in einer sehr unkomfortablen Situation. Aber sorry, ich wollte nicht vermitteln, sozusagen, dass sich die Kleinen zu wenig auskennen. Aber glaub mir, ihr seid schon tendenziell eine extrem positive Ausnahme, weil so viele in eurer Größenordnung, die Kindergrößenordnung haben. Kenne ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, selbst wenn man diese Möglichkeiten hat, es klingt einfach dann, und es ist natürlich auch logisch, da wurde jetzt sehr viel mit der heißen Nadel gestrickt, wo sich dann oft im Tagestakt wieder Nachschärfungen ergeben und unklar ist, wie die Produkte zusammenhängen. Das ist alles okay und in der Situation normal, was mich so ärgert, ist, dass eben der Eindruck erweckt wurde, als wäre alles klar und alles unkompliziert. Ja. Warum stellt sich niemand hin und sagt, okay, die 100% Garantie, da kriegt jetzt keiner mehr Geld als vorher. Weil wenn du die 80% Garantiekriterien nach UAG nicht erfüllst, dann wirst du sehr wahrscheinlich die 100% Garantie nach UIS auch nicht erfüllen. Aber hinzustellen, jeden Tag 2 Milliarden jetzt unter Anführungszeichen draufzulegen und den Eindruck zu erwecken, es ist alles klar und unkompliziert, das ist das Problem, finde ich. Vielleicht habe ich das Kommunikationsthema. Bitte. Warum sich das so ergeben hat, steht mir nicht an, Politik zu verteidigen. Der Punkt ist nur, der Gernot Blümel hat sich sehr stark auf europäischer Ebene eingesetzt, das europäische Beihilfenrecht zu verändern. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis diese 100%-Garantie kam. Weil zuerst kam ja die 80%-Garantie, aber die kennen wir alle, die sind mehr oder weniger ABS-Standard. Dann kam die 90%-Garantie, die war schon nicht so einfach zu verstehen, weil sie die Vermischung ist aus einer Kapitalgarantie und verlorenen Zuschüssen. Und die verlorenen Zuschüsse kommen aber dann erst nächstes Jahr mit dem Jahresabschluss 20. Ja. Heißt, ich vermische ein Liquiditätsinstrument mit einem verlorenen Zuschuss, der erst viel später kommt, wo die Höhe nicht abschätzbar ist. Und dann gab es erst die Genehmigung der Europäischen Kommission, diese 100%-Garantie. Aber man möchte mir erklären, natürlich ein Mittelmarktprozess. Wer kriegt die 100%-Garantie, der nicht auch die 80% bekommen hätte? Das ist ein Unterschied. Da gibt es einen Unterschied. UAG und UIS, aber du bekommst es nicht. Vielleicht auch noch eine Antwort, Peter, von dir, und dann möchte ich zum Daniel kommen. Wenn du UAG nicht erfüllst, erfüllst du UIS zu 99% auch nicht. Du bekommst es am Ende des Tages nicht. Und der Unternehmer muss bei beiden Produkten zum Teil mit 100% unterschreiben oder mit 80% unterschreiben. Also man erkläre mir bitte für den Unternehmer den Unterschied zwischen 80% und 100%. Und es geht ja, dass man jetzt weniger Zinsen zahlt, 0,5 statt 3,2. Das ist in einer Situation, wo das Unternehmen vor dem Aus steht, ist es dem Unternehmer sage ich jetzt einmal auf gut Deutsch, quasi wurscht, weil es nur mehr darum geht, hast du Geld, um Rechnungen zu bezahlen oder nicht? Verstehe. Magst du da noch was drauf sagen, Peter? Hätte ich noch ein, zwei Anmerkungen, aber ich lasse mal den Daniel, oder? Ja, ganz kurz, Daniel, entschuldige, ich muss jetzt trotzdem eine Minute auf die Warteschleife, weil eine Zwischenfrage jetzt hier an den Peter nochmal gerichtet ist, die fast thematisch ist. Kannst du Hauptgründe für diese 12% Ablehnung sagen in eurem Haus? Kannst du irgendeinen Indikator damit mal geführt? Ja, das ist im Wesentlichen genauso, wie es der Mario sagt. Das ist ein Nichterfüllen der UAG oder der UIS-Kriterien. Okay. Was stimmt, ja. Okay. Ist, hat der Moritz auch schon gesagt, das ist aber eine politische Entscheidung, die einfach am Tisch ist.
dass sozusagen all diese liquiditätsunterstützenden Garantien sich an Unternehmen richten, die ein bestimmtes Balance Sheet haben, das über ein bestimmtes Ausmaß an Eigenkapital verfügt. Das ist völlig richtig. Und wenn man das nicht hat, fällt man bei diesen Dingen durch den Rost. Okay. So, Daniel, jetzt aber, jetzt war's geduldig. Bitte. Mein Bart ist nochmal einen Zentimeter weiter gewachsen. Also von dem her kein man sieht's. Aber in Corona-Zeiten ist das ja kein Problem. Nein, ich wollte eigentlich nur vielleicht noch ein bisschen so den Blick aufmachen, jetzt aus, ich würde sagen, knapp 200 Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie ist der Status quo und auch wie hat sich das in den letzten 6 Wochen entwickelt? Ich glaube, das, was der Maus gesagt hat, ist auch recht spannend zu beobachten, nämlich die Erwartungskurve, die irgendwie geschürt wurde. Also ich glaube, dass wenn man von Anfang an nicht diese Hoffnung, so quasi keiner bleibt zurück etc. geschürt hätte, glaube ich, wäre die Situation anders. Weil das ist schon auch das, was ich gemerkt habe. Also es war, wie das Thema Shutdown zur Diskussion gestanden ist, war es dann so, dass wir sehr viele Anfragen bei unserem Fonderhilfsinstrument hatten. Das heißt, viele Unternehmen gesagt haben, okay, da kommt was, oh Gott, dann waren wir eine Woche wirklich im Dauereinsatz. Und dann war noch einmal dieses Statement, da gibt es die Garantien und da gibt es das und da gibt es das und wir schaffen das und das wird sich alles ausgehen. Und dann bei uns, wo es um Eigenkapital und eigenkapitalnahe Finanzierung geht, war plötzlich mal 2 Wochen fast Funkstille, weil dann alle zu den Banken gelaufen sind und dort quasi eben genau das, was der Moritz gesagt hat, nämlich quasi diese Erwartungshaltung einlösen wollten, nämlich zu sagen, so, her mit dem Geld. Noch dazu, glaube ich, sehr oft hat der Peter und auch der Moritz schon gesagt, so ein bisschen die Erwartungshaltung war, naja, Stunden und 100% heißt geschenkt. Das war dann auch so ein bisschen das, was wir dann gemerkt haben, dass dann irgendwie keiner mehr daran gedacht hat, dass man vielleicht das Geld irgendwann wieder zurückzahlen muss oder dass vielleicht Stunden nicht heißt, dass es auf Ende nie gestundet wird, sondern halt dann in 3 bis 6 Monaten weitergeht. Und deshalb jetzt in den letzten 14 Tagen dann genau dieses böse Erwachen gekommen ist, wo dann plötzlich alle wieder gesagt haben, uiuiui, jetzt müssen wir uns um was kümmern. Und das Zweite, was dann halt einherkommt, ist jetzt auch, dass im Endeffekt viele Dinge einmal mit Headlines vorgestellt wurden, aber dann eben so, wie die Carina und auch der Moritz gesagt haben, dann die Umsetzung sehr schwierig ist und quasi ein bisschen am unternehmerischen Alltag vorbeigeht und wahrscheinlich auch im Bankenalltag. Ich meine, bei uns war es recht einfach. Wir haben ein Team von 4, 5 Leuten, die sich auseinandersetzen mit dem Thema Finanzierung. Denen hat man in einem Call erklärt, wie es jetzt geht und wie die neue Welt ausschaut. Ich kann mir vorstellen, Peter, bei euch ist das ein bisschen schwieriger, in die Filialen zu verteilen, dass auch jeder und jede weiß, wie es jetzt ausschaut. Und das merkt man halt jetzt im tagtäglichen Umgang. Das Zweite, was man schon stark merkt, ich meine, das ist was, jetzt gibt es uns seit 7 Jahren laufe ich rum und sage, wir brauchen im Startup- und KMU-Bereich mehr Eigenkapital. Das zeigt sich halt jetzt gerade in der Krise zum 100. ins 1000. Und ich meine, da wird mir der Christoph Busch auch recht geben, dass quasi das Thema Eigenkapital und Eigenkapitalstärkung im KMU-Bereich ein immer wichtigeres jetzt gerade ist und dass man es eigentlich die letzten Jahre versäumt hat. Und wenn man sich den internationalen Vergleich anschaut, dann ist halt bis auf UK Europa per se viel zu eigenkapitalschwach, gerade im Bereich Unternehmen unter 10 Millionen und unter 100 Mitarbeiter. Und da fehlt es zurzeit einfach total. Und das hat die Krise jetzt teilweise auf die Kippe gebracht. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die Herausforderung, die man in den nächsten Wochen und Monaten wird lösen müssen, wie man dort auch Finanzierungsinstrumente schafft, die nicht nur Fremdkapital sind, sondern auch irgendwie intelligent sich ans Unternehmen anpassen. Ja, Moritz, bitte kurz, weil ich möchte dann auch zum Christoph gehen und jetzt haben wir dieses Thema Eigenkapital moving forward. Wie kann man denn dahin irgendwie ansprechen? Du bist auf Mute, Moritz. Ich möchte es nur unterstreichen, worüber der Daniel gesprochen hat. Mit diesem Kreieren der falschen Erwartungshaltung wurde Innovationspotenzial von Unternehmen, um eigene Lösungen zu finden, überdüngt mit Formularen. Und dann wurden die Leute in Prozesse geschickt, wo sie 5, 6 Wochen geglaubt haben, der ertrinkende Unternehmer glaubt, es kommt ein Schiff, das ihn Schiff abholt, und 6 Wochen lang Formulare ausfüllt. Ja, und dann kommt es nicht. Da wäre es wirklich schlauer, von vornherein hinzugehen und zu sagen, okay, es gibt für dich jetzt keine
Beatmungsmaschine. Du musst jetzt selber schauen, wo Absolut. Du bleibst. Ja? Okay, aber kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt, also Analyse abgeschlossen, sehen, da gibt es halt einfach Themen, das hat vielleicht von der Kommunikation oder wahrscheinlich sicher von der Kommunikation nicht ganz optimal gelaufen und vielleicht viele noch viel zu lange zugewartet, hätte man ja auch vielleicht antizipieren können. So. Sei es wie es sei, Status jetzt ist, wie er ist und wir sollten uns jetzt überlegen, wie geht es denn auch noch weiter. Und wenn ich euch drei anschaue, Christoph, Peter und Daniel, ihr seid ja, was euch, es gibt sicher mehrere Dinge, aber eines vereint euch ja in den letzten Jahren tatsächlich schon, ist dieser Ruf nach mehr Eigenkapital in den Unternehmen. Und ihr habt jetzt alle drei unterschiedliche Instrumentarien im Rucksack, mit denen ihr arbeiten könnt. Und das würde mich jetzt sehr interessieren, was sind denn die individuellen Vorschläge? Also Christoph, vielleicht jetzt gleich einmal direkt zu dir. Du bist der Vorstand der Wiener Börse, der Kapitalmarkt. Das ist traditionell in Österreich zumindest ja auch von Startups recht weit weg. Wir haben, glaube ich, nutzen alle anderen Instrumente vorher. Du bemühst dich seit 2-3 Jahren extrem um diesen Anschluss an diese Szene. Erklär uns doch bitte mal so konkret auch, wie es geht. Was kann denn die Börse tun, um Eigenkapital in diesen innovativen und noch sehr kleinen Unternehmen auch zu fördern? Ja, super gern. Jetzt habt ihr aber so lange über das staatliche Verhalten, die damit zusammenhängende Kommunikation und die Realität am Boden geredet, dass ich jetzt auch noch einen Kommentar machen muss. Sehr gerne. Und ich sekundiere mal den Kollegen Bosek an der Stelle, der ja auch nicht in Verdacht steht, jetzt das Regierungssprachrohr zu sein und ich vielleicht doch viel weniger mit meiner ja häufigen Radikalkritik, aber ich glaube, er hat recht, wenn er darauf hinweist, dann ist natürlich auch ein öffentliches Betreuungsverhältnis. Und da will ich gerne mal spiegeln, ich bin ja Berliner, ja, und habe da ja auch noch einen großen Koffer in der Stadt und viele Kontakte. Und da in Deutschland ist der Bereich der Soforthilfen, ich weiß, nochmal anderes Thema, aber ja fast, also selbst im Failed State of Berlin, ja, wo verwaltungsmäßig ja sonst gar nichts geht, ja, aber das haben sie also in einer Turboschnelligkeit ausgekehrt. Nur, das hat natürlich einen Preis. Ja. Wir haben hunderte Verfahren in Berlin jetzt, ja, bereits wegen des Missbrauchs dieser Soforthilfen. NRW hat, also Nordrhein-Westfalen, hat die Auskehrung dieser Soforthilfen sogar eingestellt, ja, weil die Attacke auf die Plattform bis hin zur Simulierung der Plattform der falschen Antragstellung des Missbrauchs so groß war. Also das muss man eben abwägen und diese Abwägung ist sehr schwierig in diesen Krisenzeiten, keine Frage. Mhm. Was die Eigenkapitalproblematik angeht, glaube ich, ist in der bisherigen Diskussion von euch super zum Ausdruck gekommen, was die Herausforderung ist. Aber ich will es ein bisschen schärfen, weil ich glaube, in der Krise hat sich jetzt noch mal deutlicher gezeigt, was sonst auch das Problem ist. Das Eigenkapital, und ich schaue ja immer auf die Sachverhalte ausschließlich aus einer markttheoretischen Sicht, das Eigenkapital ist eben ein Produkt unter vielen. Und es konkurriert unmittelbar mit einer sehr ausgeprägten Förderlandschaft oder mit einer ausgewiesenen Historie, erfolgreichen Historie übrigens in Österreich, auf der Kreditseite. Ja? Oder sofort gleich total staatsinterventionistisch als Staatsunternehmen. Ja? Das sind ja sozusagen die drei Säulen in Österreich, Staatsunternehmen oder Beteiligung, dann die ausgebaute Kreditseite und die Förderung. Und das Element, was fehlt, nicht ohne Grund, weil die anderen drei Instrumente so attraktiv, so erfolgreich, so erprobt, so prozessual eingerichtet sind. Nicht umsonst haben wir da eine gewisse Schwäche auf der Eigenkapitalseite. Ja? Was ja das aufwendigste Kapital ist. Mein Gott, ja, es ist mit Mitsprache verbunden, es ist mit Kontrolle verbunden. Ja? Es ist, aus der Sicht eben dann immer zu bewerten an den Alternativen. Und wenn die Alternativen schon im Normalbetrieb die Forderung sind, und bitte, seid mir nicht böse, aber eins muss ich schon auch sagen, als vielleicht Gast in diesem schönen Land, ohne hiesiges Parteibüro und mit ausländischen Jobchancen, kann man da vielleicht etwas befreiter daherreden, aber die Anspruchshaltung wundert mich manchmal schon im Land, ja, und zumal auch von Unternehmern mit Verlaub, ja, hier von allen Risiken freigestellt zu werden und mit dem ersten Blick sich an den Staat zu wenden, das ist für mich in der Wucht, wie ich das hier erlebe, oft sehr überraschend. Aber
Das ist jetzt alles Neues und persönliche Beobachtungen, seid mir nicht böse, über die Offenheit. Die Frage war eine andere, was braucht es jetzt? Ja? Na, ich glaube, wir haben eine super Blaupause im Regierungsprogramm selbst formuliert. Als wichtige Instrumente natürlich die regulatorischen Erleichterungen, aber mein Gott, das ist Handwerk, das kann jede Regierung, aber wir haben auch mächtige Instrumente, wie zum Beispiel den Vorschlag über die Wiedereinführung einer Behaltefrist, also der Steuerfreiheit für Investoren, wenn sie denn ihre Anlagen über einen gewissen Zeitraum halten. Ich glaube, das ist ein sehr geeigneter Anknüpfungspunkt. Davon sollte man auf keinen Fall abrücken. Das muss ganz schnell umgesetzt werden, um die heimische Investorenbasis hier zu stärken. Also das ist ein ganz konkreter Punkt, der auch, wie gesagt, als Konsens im Regierungsprogramm drinsteht und den man, glaube ich, jetzt begleitend umzusetzen hat. Die allgemeine Wahrnehmung, die auch hier in der Diskussion zutage getreten ist, dass dem Unternehmertum als solchen und den nationalen und vor allen Dingen auch internationalen Investoren im Rahmen des Wiederaufbaus nicht genug oder der Krisenbewältigung überhaupt erstmal nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, den teile ich vorbehaltlos. Ja? Das ist völlig richtig, im Rahmen der Krisenreaktion über Soforthilfen, über EPUs, KMUs nachzudenken. Ja? Aber ich darf vielleicht auch unsere Perspektive einbringen, denn ich repräsentiere ja vor allem auch unsere börsengelisteten Leitunternehmen in der Frage, zu denen ich fast gar nichts gehört habe. Ja? Also das Einzige, was wir vernommen haben, war eine unsägliche Dividendendiskussion, ja? Wo also qua staatsinterventionistischem Eingriff ja, die Auszahlung für der Dividende für 2019 praktisch untersagt wurde. Und bitte, bloß nicht falsch verstehen an der Stelle. Ja? Ich finde diese Frage, den Abfluss von Dividenden zu diskutieren, wenn Unternehmen Staatshilfe bekommen, völlig legitim. Ja, das muss diskutiert werden. Nur habe ich versucht, in die Diskussion andere Aspekte einzubringen, nämlich schlicht vorwärtsgerichtet darüber nachzudenken, dass dort, wo zukünftige Gewinne aufgrund von Staatshilfe entstehen, man irgendwie überlegt, wie diese Liquidität im Unternehmen verbleibt. Und eben nicht retrospektiv solche Ad-hoc-Eingriffe macht. Die sind für Märkte immer extrem toxisch. Ja, die internationalen Investoren schauen da sehr, sehr genau hin, wo sie ihre Mittel allokieren. Und wenn das dann solche Sonderlocken in zumal kleineren Märkten gibt, dann ist das alles andere als produktiv. Also zusammengefasst, Regierungsprogramm umsetzen. Darf ich ganz kurz da nochmal einhaken, auch in dem Versuch, das jetzt nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Wir reden ja bei Startups im Bereich von sehr kleinen Unternehmen in der Regel. Manchmal wachsen sie extrem schnell, aber in der Regel sind sie sehr kleine Unternehmen. Kannst du nur ganz kurz skizzieren, ob und ab welcher Größe, ab welchem Level tatsächlich auch dieser Zugang dann zur Wiener Börse Sinn macht? Ich meine, ist ja auch allgemein bekannt, Startup 300 hat diesen Schritt gemacht. Wir haben ein Listing an der Wiener Börse gemacht. Das war ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Waren wir die unterste Schwelle von der Größe? Marinomed nimmst du als Beispiel, als sehr erfolgreiches Beispiel, die, glaube ich, mit einer Kapitalerhöhung auf die Wiener Börse gekommen sind. Skizziere das bitte doch nochmal für Leute, die das gar nicht so greifbar haben. Vielleicht auch mit zwei, drei Zahlen untermauert, das wäre spannend. Ja, sehr, sehr gerne. Also der Börsezugang ist in verschiedenen Segmenten möglich. Und da haben wir... Ja, dann lass uns die beiden Beispiele nehmen, eine Startup 300 und eine Marinomed. Marinomed hat ja tatsächlich den klassischsten Durchlauf durch den Funding Escalator gemacht. Da fängst du an, deine Firma zu gründen, die bootstrapst du erstmal, sparst das dir vom Munde ab, dann fängst du an, deine Familie anzupumpen. Naja, und wenn das dann funktioniert, dann findest du vielleicht den ersten Business Angel und den ersten Seed Investor. Und wenn das dann wiederum funktioniert, geht es dann vielleicht schon in Richtung Private Placement. Dann begibst du vielleicht in der Folge den ersten Bond, hast schon dann die erste öffentliche Kapitalmarkterfahrung und dann erreichst du den Anschluss an die Börsensegmente. Ja. Und auf diesem Weg, naja klar, was passiert? Die Fundingsummen werden größer, die Investoren-Unternehmensbeziehung entindividualisiert sich immer mehr, sie wird immer mehr ersetzt durch eine formelle Regelberichterstattung, eine extreme öffentliche Transparenz und auch eine große Sichtbarkeit schlicht deiner Bewertung, ja, weil sie sich dann konzentriert
im Börsenkurs. Und das hat die Marinomed ja wunderbar alles durchlaufen. Übrigens in diesem Funding Escalator von der wirklichen kleinen Wiege der privaten kleinen Gründung, dann auch mit AWS-Förderung. Ja, ein schönes Beispiel, wie das auch wirklich gut funktionieren kann. Da würde ich mir übrigens wünschen, dass man in Österreich grundsätzlich überall dort, wo öffentliches österreichisches Geld drin ist, auch absolut sicherstellt, dass in Österreich dann gefloatet wird. Ja, denn das ist das, was, wo ich absolut allergisch reagiere, ja, dass da auch in Europa teilweise ein Narrativ unterwegs ist, ja, zum Gründen nach Wien, ja, weil die Förderbedingungen so schön sind, aber zum Kassenmachen nach Zürich, Frankfurt, London. Das ist, kann nicht das Ziel sein, sondern das gehört zusammen. Und also zurück zur Marinomed, die aber ja den Prime Market gleich auch angesteuert hat, ja, also einen vollwertigen Wertpapierprospekt erstellt hat, vor dem Börsengang, also dem technischen Listing, was ja letztlich nur eine Verfügbarmachung des Unternehmens im Handel ist, hat sie auch noch eine erhebliche Kapitalerhöhung durchgeführt. Ja? Und warum gehört das zusammen, Kapitalerhöhung und Börsenlisting? Naja, weil natürlich die Kapitalaufnahme viel, viel einfacher ist, wenn du auf eine fungible Aktie verweisen kannst, also auch die jederzeitige Investitionsmöglichkeit für die Aktionäre da ist. Also vollwertiger Börsengang bei der Marinomed, dann übrigens auch im Bereich einer Marktkapitalisierung von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 120, 140 Millionen mit einem Prospekt, mit einer Kapitalerhöhung vorher und einem Free Float, den ich noch etwas, also der kann sich noch entwickeln, ja, so schwunghaft wird es ja dann auch nicht gehandelt. Anderes Beispiel, die Startup 300, die, also Bernhard, korrigier mich, aber zum Zeitpunkt des Listings hattet ihr ja keine vorgestaltete Kapitalmaßnahme, nicht wahr? Ihr habt ja einfach euren Bestand an Aktien genommen, ja, ihr hattet ja auch schon vor dem Börsengang einen relativ großen Free Float, wie wir den dann nennen, also ihr hattet eine breite Investorenbasis, genau, viele kleine. Genau, ja. Das ist schon gut übrigens in dem Bereich. Und dann haben wir das ja genommen und technisch in den Börsenhandel eingeführt und dann werden die Stücke umlauffähig, weil jeder über sein Bankdepot, über seinen Online-Broker dann die Stücke handeln kann. Was braucht es für kleine Unternehmen für einen solchen ersten Börsenzugang? Naja, die Zuhörer werden vielleicht überrascht sein. Das ist letztlich nur die Inkorporation als AG, also als Aktiengesellschaft. Und dann muss ein gewisser Streubesitz hergestellt werden. Also wenn man da seine 2 Dutzend Aktionäre hat, die im Besitz von Aktien ist, dann kann man uns bereits schon ansprechen. Und ja, eine gewisse Mindestgröße, die sich aber übrigens aus einem ganzen Motivbündel dann bewertet, eine gewisse Mindestgröße sollte da sein. Also eigentlich macht das Sinn im Bereich einer Bewertung im zweistelligen Millionenbereich oder einer sicheren Vorausschau und einem nachvollziehbaren Weg auf eine solche Bewertung. Ja, und das sind die Voraussetzungen. Mehr ist da eigentlich gar nicht, um dieses Unternehmen im Börsenhandel verfügbar zu machen. Daniel und Moritz, ich habe jetzt leider nicht gesehen, wer als erster war, aber Daniel, habe ich dich. Moritz, ich hoffe, das passt. Daniel, möchtest du darauf antworten? Ja, ich glaube, es sind ein paar Themen, die erst angesprochen wurden. Ich möchte es ganz kurz machen. Das eine ist, ich glaube, das, was man mal klarstellen muss, es gibt keinen wundersamen Goldtopf, den man aufmacht und dann sprudelt das Geld, egal bei welchem Instrument. Also der Peter hat ja vorher gesagt, er ist quasi der Vertreter seiner Sparer. Bei der Börse ist es ja auch quasi ein Markt, der sich ergibt. Und das eine ist quasi gelistet zu sein. Das andere ist, es braucht immer noch die Nachfrage. Und auch bei uns im Crowdinvesting ist das ja so, dass wir im Endeffekt eine Plattform sind zwischen Unternehmen, die Kapital brauchen und Investoren, die in diese Unternehmen investieren wollen. Ich glaube, das, was da sehr oft vergessen wird, ist das Thema quasi, wie wird das überhaupt gesehen, Mindset. Da sehe ich sowohl auf der Unternehmerinnenseite ein Thema, weil eigentlich bis auf Startups, die mittlerweile, glaube ich, gelernt haben, dass Eigenkapital nicht nur Nachteile hat, sondern auch Vorteile hat. Und ich glaube, da kann sowohl Mo als auch Carina dann ein bisschen auch dazu erzählen, warum Eigenkapital und Investorengeld auch sinnvoll sein kann. Sehe ich schon sehr stark, dass es im KMU-Bereich meistens eher als böse gesehen wird. Ich habe gerade auch gesehen, dass der Franz Hartl aktiv mitdiskutiert, früherer Geschäftsführer der Österreichischen Hotellerie und Tourismusbank, hat quasi auch profundes Know-how in dem Bereich und der auch sagt, quasi Eigenkapital wird eher als mühsam und schwierig gesehen, als wie wertvoll fürs Unternehmen. Und ich glaube, das ist einmal das Mindset-Thema auf der Unternehmensseite, was relevant und wichtig ist, was sich ändern muss. Und das zweite Thema ist sehr wohl auch auf der Investorenseite. Ich glaube, es ist auch dort
aktuell nicht so, dass das auf einer breiten Ebene angekommen ist. Christoph, du kannst uns sicher noch ein bisschen sagen, wie die aktuelle Investitionsfreudigkeit bei Österreichern ist, aber ich glaube, wir liegen irgendwo bei 5% Aktienquote im Anlageportfolio bei Österreichern, also da ist auf jeden Fall ein Weg nach oben. Wir sehen das Gleiche auch im Crowdinvesting, also das, was an Potenzial und an Bedarf da wäre, ist um ein x-faches höher als wie das, was dann quasi auch investiert wird. Also von dem her, da ist sicher auch auf der Investorenseite was zu tun. Und Peter, du hast mir irgendwann vor 2-3 Wochen mal, wie wir telefoniert haben, gesagt, ihr seht irgendwie, dass jetzt mehr investiert wird sogar als wie vorher, was ich spannend finde, weil es irgendwie ein bisschen vielleicht dazu führt, dass jetzt die Leute aufwachen und sehen, dass in Realwirtschaft, in Kapitalmarktprodukte, wurscht, ob das jetzt quasi der frühe Kapitalmarkt im Crowdinvesting ist oder quasi der für die etwas erwachseneren Unternehmen an der Börse, dass das einfach ein Teil ist, der wichtig und interessant ist. Was da aber auch dazu kommt, ist aktuell halt in vielen Punkten die steuerliche Benachteiligung oder auch quasi das, dass es einfach wenig attraktiv ist. Also man muss sich vorstellen, jetzt Beispiel Business Angel Investment, ich habe irgendwann mal gut Geld verdient, investierst in ein Startup wie Wiser, habe das Geld schon einmal versteuert, habe die volle Downside, wenn das Unternehmen insolvent wird und habe dann aber auch noch steuerlich weit weg davon, dass es irgendwie attraktiv ist, Eigenkapital zu investieren. Da gibt es ganz andere Instrumente, die wesentlich attraktiver sind. Gleiches im Crowdinvesting. Wir sind quasi dazu genötigt, um in Europa Crowdinvesting machen zu können, in Form von Nachrangdarlehen, und die sind einkommensteuerpflichtig und damit habe ich quasi im Worst Case eine nahezu 50%ige Versteuerung von Einkommen aus dem Bereich, und das macht natürlich keinen Spaß. Und ich glaube, man muss das ein bisschen auch sehen. Wir agieren ja alle irgendwie trotzdem als quasi neudeutsch Two-Sided Marketplace unter Anführungszeichen. Einmal sind es die Sparer, einmal sind es die Eigenkapitalinvestoren. Und das muss für beide Seiten Sinn machen. Und ich glaube, da fehlt es aktuell ein bisschen. Vielleicht anschließend an das, was der Christoph gesagt hat, vielleicht Carina an dich. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr weit weg von euch, von der Stage, ist mir klar. Aber ist Börse eine Denkmöglichkeit für dich? Ist das etwas, wo ihr euch schon mal drüber unterhalten habt, in ferner Zukunft? Ja, über diese Option haben wir uns natürlich auch am Anfang überlegt. Also wir haben uns alle Szenarien offen gehalten und uns die auch immer angeschaut, wie du schon gesagt hast. Ja, wir sind in der Tat noch weit weg davon. Ich möchte auch darauf eingehen, wie der Daniel gesagt hat, ja, Eigenkapital ist für uns ein super Instrument, aber dem vorweg kommen eben oft andere Finanzierungsinstrumente, die diese Kapitalerhöhung, die ja angepeilt wird, auf einen Zeitpunkt nach hinten verschieben sollen. Ja. Und da würde ich mir einfach wünschen, wenn es angekündigte Start-up-Hilfen gibt, dass die dann eben auch Finanzierungsinstrumente berücksichtigen, die gerade für Startups so attraktiv und realistisch sind. Ja, wie vorhin gesagt, das ist im Moment eben leider nicht der Fall. Ja. Christoph, du hast dich gemeldet. Gerade auch noch ganz kurz, was ich noch dazu sagen wollte, bezüglich des zweiten Hilfspakets, eben dieses VC-Fonds, kommt es, glaube ich, auch ein bisschen drauf an. Also entweder, es hat halt alles damit zu tun, dass man Kapital jetzt gerade raisen kann. Und das ist eben gerade auch zurzeit so schwierig. Und dieser VC-Fonds kickt dir anscheinend auch erst ein, wenn man wirklich auch ein VC-Case ist. Also man muss dann dazu sagen, nicht jedes Startup ist ein VC-Case. Und wenn ich es halt bis jetzt vielleicht nicht geschafft habe, die österreichischen VCs on board zu holen, dann werde ich es wahrscheinlich jetzt mit diesem Startup-VC-Fonds auch nicht schaffen. Also es gibt jetzt zwei Instrumente. Eine für die es jetzt gerade schaffen und die anderen, bei denen es vielleicht gerade floppen geht, aber es passt vielleicht trotzdem dann nur für 50%. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich vielleicht noch ganz kurz etwas dazu ergänzen, also ein bisschen mein persönliches Steckenpferd auch wird, merke ich. Ganz richtig, ja, wir haben ja, wenn du den VC-Weg nicht gehen kannst oder willst, und das ist ja nichts anderes als ein Finanzierungsmodell, das wir übernommen haben, dann fällst du durch den Rost. Und ich glaube auch, dass wir dieses Spiel hier in Österreich im Speziellen so nicht gewinnen können, weil schlicht und ergreifend einfach so wenig davon da ist. Und dass diese Kultur des VC-Capitalismus, das werden wir nicht aufholen können. Also insofern ist das ein gefährliches Spiel. Christoph, du hast dich zuerst gemeldet und dann bitte Peter.
Ja, also ich kann mich da der Carina nur vorbehaltlos anschließen, die ich ja dahingehend verstehe, auch dass sie auch sagt, liebe Politik, öffnet euren Geist da etwas und spielt die gesamte Klaviatur der Refinanzierungsinstrumente. Ja, und dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich meine, klar, die eigene erfolgreiche Historie, die trägt durch die Krise und ist in Österreich dann hauptsächlich die Fremdkapitalseite und der verlorene Zuschuss. Ja, so. Aber dazwischen ist natürlich eine ganz, ganz interessante Palette ausgerollt, die dann auch viel mit Kapitalmarkt zu tun hat. Ja. Also von dem staatsgarantierten Bond, der vielleicht dann auch schon bereits gelistet ist und mit dem positiven Effekt, privates Geld eben mitzuziehen über öffentliche Märkte. Und wenn es für Volkswirtschaften wie Österreich um privates Geld geht, dann ist das natürlich das Geld der einheimischen Investorenbasis. Vor allem aber das internationale Geld, für das wir ja außerordentlich erfolgreich auch sind, interessant sind hier in Österreich. Und da geht es wirklich darum, Instrumente zur Anwendung zu bringen, die diese Investitionssummen mitziehen. Das geht dann auf die Eigenkapitalseite rüber, über die stille Beteiligung, über die vollwertige Aktionärseigenschaft. You name it. Ja. Das ist in der Diskussion noch überhaupt nicht präsent. Ja. Was ich mir auch wünschen würde, wenn wir über konkrete Dinge nachdenken, ich verstehe, dass die ÖBAG sich da jetzt so positioniert. Es ist ja so explizit auch gefallen, es ist nicht die Zeit, über weitere Staatsbeteiligungen nachzudenken. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Mittel ja für den Staatshaushalt gebraucht werden, aber die sind erheblich. Ja. Die Dividendenauskehrungen waren ja super die letzten Jahre. Und hier würde man sich natürlich auch eine sehr aktive Rolle wünschen, ja, bis hin zu einem antizyklischen Handeln auch der öffentlichen Hand hier bei dem Eintritt in Unternehmen. Man darf nicht vergessen, diese Krise, das muss man immer wieder betonen, sie ist eben kein zyklischer Konjunkturschock, sondern das ist hausgemacht. Wir haben selber den Lockdown entschieden, wie weit und intensiv er sein soll. Wir beschäftigen uns selber mit der Geschwindigkeit der Erholung und wir kriegen das in eigener Hoheit in Griff. Ja, also das hat eine ganz, ganz andere Steuerungshoheit als andere zyklische Krisen, die wir haben. Und ich kann von mir privat sagen, ich habe mein eigenes Investitionsverhalten so ausgerichtet und ich glaube, das macht für den Staat auch Sinn. Also dieses obiter Diktum, was man da immer hört, Staatsbeteiligungen sind des Teufels, da kann ich nur sagen, das ist gerade die falsche Antwort für diese Krise, denn Staatsbeteiligungen hängen immer am Zeitpunkt, an der Art ihrer Materialisierung und hier sich als Staat jetzt strategischer Standortsicherung für alle Staatsfondsideen bis runter zum einzelnen Österreicher zu positionieren. Das ist jetzt genau die Zeit. Jetzt kann man sich da positionieren. Jetzt sind die Freiheitsgrade und die Mittel da. Und dann muss man das eben strategisch wieder zurückführen auf das gesunde Maß. Der zweite Aspekt betrifft vielleicht nochmal die... Jetzt weiß ich nicht mehr, was der zweite Aspekt war. Ich zu lange beim ersten. Dann würde ich ganz kurz vielleicht zum Moritz. Ach so, doch, ja, was ich perspektivisch sehe, weil das so entscheidend jetzt diskutiert wurde auch. Wie aktivieren wir privates Geld und wie wird das sich in Zukunft gestalten? Ich sehe schon ein großes Problem und eine große Herausforderung, auch auf die hier anwesenden Unternehmen zukommen. Wir sind am Ende eines Megazyklus, den ich das Golden Age of Private Equity beschreiben würde. Ja. Wir haben ja nicht umsonst über die letzten 20 Jahre eine Halbierung der Börsenlistings überall in New York, in Europa und auch einen deutlichen Rückgang hier in Österreich. Und das liegt an dem Konkurrenzprodukt Private Equity, ja, was also mit gigantischen Summen um die Welt fliegt und überall fundet. Nur die zwei zentralen Defizite, auch in der Abgrenzung zum öffentlichen Börsenhandel, die werden jetzt eben deutlich. Es ist ein wahnsinniges Transparenzdefizit. Ja? Wir halten die Leute immer entgegen, unser Nationalindex ist 30% down. Naja, bloß Leute, wenn wir 30% down sind, dann möchte ich nicht die Bewertungen bei euch sehen. Ja? Die sind dann, ja, weiß ich nicht, im doppelten, dreifachen Bereich. Und es ist das Liquiditätsdefizit eben deutlich geworden. Ja? Versucht euch jetzt mal aus dem BC-Fund deine Mittel zu liquidieren, das funktioniert nicht. Ja? Und wenn wir diesen Liquiditätsabfluss an den öffentlichen Märkten gesehen haben, naja, dann kann ich nur annehmen, dass die Motivation im nicht öffentlichen Bereich doppelt und dreifach so hoch war. Also da entsteht gerade krisenhaft eine große Ausbildung vieler Investoren, ja, die in Zukunft wesentlich mehr Transparenz und wesentlich mehr Liquidität
Fähigkeit der von Ihnen angesteuerten Märkte verlangen werden. Das spricht dann auch mittelfristig eher für die öffentlichen Märkte als für die privaten Geldgeber. Und deswegen, und jetzt kommt der Pitch, bitte sprecht mit euren Börsen, die die entsprechenden Angebote haben, mit den niedrig regulierten Einstiegssegmenten. Und als Bindeglied mit allen Plattformen wieder von da natürlich. Ja. Den Christoph unter Kontrolle zu bekommen ohne Video ist richtig schwierig. Moritz, diese Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierungen. Moritz, gleich zu dir, aber ich möchte jetzt den Peter nochmal reinholen, weil jetzt auch zwei, dreimal Themen angesprochen sind, wo du ganz starke Meinung hast, beziehungsweise dich immer wieder zu Wort meldest. Und auch, was mich schon noch interessieren würde, tatsächlich konkrete Eigenkapitalinstrumente sozusagen, die du jetzt aus deiner Sicht identifizierst. Und du hast jetzt zwei, dreimal auch sehr stark mit dem Kopf genickt, da ist da wahrscheinlich auch noch was durch den Kopf gegangen, das du vielleicht teilen möchtest. Aber ja, Eigenkapitalinstrument. Ja, Ich hab versucht, vor zwei, drei Wochen sozusagen das Thema Eigenkapital medial zu positionieren, weil es sozusagen in einem finanzwirtschaftlichen Ablauf in dieser Krisensituation völlig klar ist, dass man jetzt einmal als einzige Priorität Liquidität sichern muss und dann im zweiten Schritt sozusagen die Balance Sheets wieder herrichten muss. Und das kann ich nur über Equity. Und es ist völlig richtig, was die Carina gesagt hat, dass sich nicht jedes Unternehmen für einen VC-Fonds eignet. Das Bedarf in der VC-Runden unter 10 Mio kenne ich eigentlich nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wann sozusagen vom Reifegrad eines Unternehmens ein VC-Fonds Sinn macht, weil VC-Fonds sind ja sozusagen im Handling nicht nur einfach, weil das dann komplett andere Anforderungen sind an Reporting und so weiter. Und ich gebe dem Christoph recht, die letzten 15, 20 Jahre war ein Wettbewerb zwischen Private Equity und Public Listed Companies oder öffentlichen Börsen. Und ich glaube, dass Österreich, das ist jetzt auch kein Newsflash, natürlich beim Thema Eigenkapitalkultur sehr weit hinten ist. Das hat viele steuerliche Elemente gehabt in der Vergangenheit. Und auch ein bisschen ein Grundhaltungsthema und es hat sehr lange Zeit sozusagen eine Politik in dem Land gegeben, die ja jeden Aktionär als Spekulant bezeichnet hat und jeder, der Aktien besessen hat, war des Teufels, oder? Und als Bankmitarbeiter war man ja überhaupt nur der große Kapitalist. Und ich glaube, dass es jetzt dringend an der Zeit ist und vielleicht ist das eines der positiven Dinge, die wir jetzt aus dieser Krisensituation mitnehmen können. Wir brauchen jetzt eine österreichische Form von Eigenkapitalkultur. Und auch da gebe ich dem Christoph recht, es braucht zum Ankicken jetzt Unterstützung der öffentlichen Hand. Und wir überlegen uns ein Modell, wo wir sozusagen öffentliche Hand plus institutionelle und vielleicht auch eine Öffnung für Privatkunden bekommen, um entsprechend Kapital zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, timing-wise ist das was wir spätestens Ende des Sommers fertig haben müssten und dann die Unternehmen sozusagen entsprechend mit Eigenkapital unterstützen können. Und vielleicht gelingt es uns damit endlich sozusagen dem Produkt sozusagen die Aufmerksamkeit zu geben, die es braucht. Ich glaube, es braucht nur jetzt für Startups, die in einer Phase sind, wie es die Carina vorher beschrieben hat, jetzt auch Antworten. Und da ist der Daniel näher dran bei dem Startup-Fonds als ich inhaltlich. Ich kann nur sagen, sozusagen das, was ich gesehen habe auf der Startup-Seite in den letzten 3-4 Wochen, was schon noch ein Knackpunkt wird in all diesen Diskussionen, auch wenn es zu Kapitalrunden kommt, sind Bewertungen. Weil die Bewertungen, die ich bis jetzt gesehen habe von Startups, sind alle noch sozusagen pre-Corona. Ich verstehe, dass sich jetzt keiner sozusagen in der nächsten Runde bewertungsmäßig runterholen wird lassen wollen. Nur das wird aus meiner Sicht eine der Herausforderungen. Ja, das ist ein spannender Punkt, der ja auch sehr intensiv mittlerweile diskutiert wird, dieses Thema der Downround. Und das wird man jetzt noch sehen. Ich glaube, im Laufe der nächsten Wochen wird man da einfach Klarheit bekommen. Ich glaube, da wird's noch ein bisschen dichter werden. Die Tension wird da sehr, sehr viel höher noch werden. Ich glaube, viele der potenziellen Investoren warten jetzt auch ab einfach und schauen, warten auf Schnäppchen, muss man jetzt, glaube ich, wirklich auch so formulieren. Und bis zu einem gewissen Punkt kann man es ja auch gar nicht verdenken. Genau dafür eignen sich auch Wandeldarlehen. Da kann man die Bewertungsfrage absolut auch nach hinten verschieben. Absolut. Absolut. Hundertprozentig. Ja, aber mein Eindruck ist, dass der Investorenkreis sich schon vor Corona verkleinert hat.
Wir haben so Plattformen wie Conda, wir haben eine Speed Invest, wir haben Startup 300 / Capital 300, wir haben einen ABS Gründerfonds, aber diese Runde an privaten Investoren, die wir eh alle kennen, weil wenn man sozusagen dreimal auf einer Startup-Veranstaltung war, kennt man alle, weil das Land ja wirklich relativ klein ist, die haben sich schon davor etwas zurückgezogen, weil natürlich jetzt, was eh völlig absehbar war, die ersten Ausfälle gekommen sind. Ja. Und ich habe in den letzten Wochen, wie wir noch ausgehen durften vor Corona, mehr Menschen getroffen, die Kapital verloren haben, als welche, die sozusagen in die nächste Runde gestiegen sind. Und wir haben immer alle gewusst, diese Phase wird einmal kommen. Das kann nicht immer mit Startup einmal rumgehen. Das hat hohes Risiko, das ist völlig normal. Und ich glaube, wir müssen jetzt viel machen in der Startup-Community, um diese Investorenbasis wieder zu stabilisieren und zu erweitern. Ja, das, was du sagst, ist absolut richtig. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass auch hier geht es wieder, glaube ich, um Kommunikation und Erwartungshaltung. Und gerade Startup Investing ist, wie der Christoph immer über die Börse sagt, ist ja kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den kleinen, unter Anführungszeichen, Business Angel. Die Erwartungshaltung, ein-, zweimal zu investieren und dann ein Multiple 10 hinten rauszubekommen, ist natürlich völlig falsch, sondern das ist ein Langzeitspiel und da braucht es eine professionelle Herangehensweise an dieses Thema und Geduld, weil unter 8-9 Jahren und einem schon signifikanten Amount of Cash, den man investieren kann, wird es nicht erfolgreich sein. Das ist am Ende des Tages ein Zahlenspiel. Gar nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen ist genau diese Enttäuschung bei vielen natürlich jetzt auch aufgepoppt. Und die sozusagen in der richtigen Menge auch gemacht haben, mit der richtigen Streuung und der richtigen professionellen Herangehensweise, die sind im Portfolio schon sehr glücklich. Also das, glaube ich, kann man schon so sagen. Bevor ich jetzt eine abschließende Runde, wir sind nämlich auch leicht über der Zeit schon, eine abschließende Runde an alle stellen möchte. Moritz, du hast dich nochmal gemeldet. Ich glaube, du wolltest noch ergänzend was sagen. Also damit ich nicht ganz am Thema vorbei fahre, ich möchte dir, Peter, recht geben. Also die Business Angel Landschaft kann man ja an 2-3 Händen dann abzählen. Man kennt die auch recht flott dann alle. Und die Bemühungen hat es ja schon die letzten 10 Jahre gegeben, das in Fahrt zu bringen und anzuschieben. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich erlebe jetzt eine Schockstarre, also dass diese kleine Landschaft, die es vorher gegeben hat, da reißt sich jetzt niemand drum, von heute auf morgen irgendwo zu investieren oder kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Die Börse ist für viele kleine Unternehmen eher ein feuchter Traum und frommer Wunsch, gerade in Zeiten wie diesen. Und Christoph, ich habe jetzt versucht, das wegzumeditieren, 10 Minuten. Aber wie du vorher davon gesprochen hast, von der Erwartungshaltung der Unternehmer, die sagen, ja, ich bin das Opfer und jetzt muss der Staat kommen mit der Gießkanne. Also da hat es mich fast zerrissen. Die Vollpension ist ein kleines Unternehmen, Mickey Maus. Da steht die Oma drin und backt Kuchen und der Student kommt und zahlt für ein Stück Kuchen Kaffee und holt sich ein Glas Leitungswasser. Die Vollpension in der Schleifmühlgasse hat seit 2015 600.000 Euro an Abgaben und Steuern bezahlt. Und da rede ich nicht von der Mehrwertsteuer, das wäre ein Vielfaches. Erwarten sich jetzt, und da spreche ich, glaube ich, nicht nur für uns, die Unternehmer, dass der Staat kommt, alles rettet, alles löst? Na, mitnichten. Mitnichten. Die Unternehmer haben schon seit Jahrzehnten immer wieder selber Lösungen gefunden. Ich erwarte mir nicht die Gießkanne. Was erwarte ich mir dafür? Rechtssicherheit und Klarheit. Und das haben sich die Unternehmer verdient. Es wurde das Epidemiegesetz. Und das Epidemiegesetz hätte den Eigenkapitalschaden, der jetzt überall passiert, voll aufgefangen. Es hat ein Gesetz gegeben, nachdem der Staat diesen Eigenkapitalschaden verhindert. Und in der Kurzversion des Epidemiegesetzes hätte dafür gesorgt, dass die Bilanzbilder nach Corona gleich ausschauen wie vorher. Dieses Gesetz wurde über Nacht ausgehebelt. Es wurden bessere Lösungen für kleine Unternehmen versprochen. Und es wurde eine Situation geschaffen, wo weder die Versicherung, und wir haben eine solchen Versicherung, die wissen nicht, ob sie bezahlen und sagen, sie hängen in der Schleife mit der Politik. Es weiß niemand, wie das ausgeht, wenn das Epidemiegesetz. Nein, Moment noch, Christoph. Was da rauskommt, also es gibt keine Rechtssicherheit. Und als Steuerzahler die Rechtssicherheit,
klare Ansagen in den Pressekonferenzen, Ehrlichkeit, das haben wir uns alle verdient und das erwarte ich mir auch, nicht die Gießkanne und den Geld. Bernhard, ich mache gleich mein Schlusswort mit dran, ja? Dann antworte ich gleich. Lass mich dir den Schmerz wegmassieren. Wir sind hundertprozentig aligned in der Frage. Ich schicke dir nochmal meine Diskussion zu dem Thema mit Armin Wolf, wo, glaube ich, mehr als klar geworden ist, dass ich dich da hundertprozentig unterstütze. Das Unternehmertum und das Unternehmertum allein ist hier Träger aller Wohlstandsentwicklung in diesem Land, denn alle anderen staatlichen Einnahmen, er hat ja selber keine mehr, leiten sich aus der unternehmerischen Tätigkeit ab. Und das hat meinen allergrößten Respekt und das ist geradezu der Kern unserer Staatsorganisation. Wer mir das nicht glaubt, dem sage ich ja immer, nennt mir ein einziges Land auf diesem Planeten mit breitem Massenwohlstand und ohne prosperierende private Unternehmen und insbesondere die EPUs und KMUs, die haben mein allergrößte Sympathie dabei. Ich mache meine Endbemerkung, Bernhard, dann brauchst du mich auch nicht mehr dran nehmen. Vielleicht nehme ich etwas Haltung an, werde etwas staatstragender und spreche die Regierung direkt an. Gute Krisenbewältigung, sehr intensive Kommunikation, wunderbarer Vorausblick auf die Zeit der Aufräumarbeiten und des Wiedererstarkens, nicht zuletzt auch die gestrige Kommunikation für die anstehenden Konjunkturpakete. Glückwunsch dazu. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre das den Hebel des Kapitalmarkts, und er kann ein Riesenwohlstandshebel sein. Alle historische Erfahrung zeigt, und das wird diese Krise auch wieder zeigen, diejenigen Staaten mit entwickelten Kapitalmärkten, sie werden das schnellere Wachstum haben, sie werden das nachhaltigere Wachstum haben und sie werden sich wesentlich schneller von dieser Krise erholen. Der Arbeitsauftrag, finde ich, ist damit relativ klar. Die Regierung hat ihn sich auch selbst bereits gegeben. Der Kapitalmarkt muss aktiviert werden für diese Krisenbewältigung. Wie kann das geschehen? Mit den bereits im Regierungsprogramm niedergelegten Maßnahmen, Einführung einer Behaltefrist für die Investoren, Stärkung der Finanzbildung verpflichtend in den Bildungsprogrammen und Wegräumen regulatorischer Hindernisse. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Einfach das umsetzen, was man sich selbst als Arbeitsprogramm gegeben hat und das möglichst schnell. Amen. Vielen Dank, Christoph. Dann würde ich damit wirklich die Schlussrunde auch eingeleitet haben und da vielleicht noch eine, diese sehr einfache Idee mitgeben. Wer es aufgreifen mag, kann vielleicht nochmal darauf antworten, beziehungsweise ich glaube, der Daniel hat es auch schon angesprochen, das Thema der steuerlichen Begünstigung von privaten Investitionen, ob das nicht vielleicht ein sehr einfacher Hebel auch wäre, um sehr viel privates Kapital, das gleiche Eigenkapital in Unternehmen zu pumpen, damit wir auch diese gerade angesprochene Business Angel Krise unter Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen abfedern. Ich würde euch bitten, Daniel, ich sehe dich jetzt gerade im Bild, vielleicht magst du jetzt beginnen. Ja, wobei ich würde das Wort vielleicht dem Peter geben, weil ich glaube, da war schon der nächste Termin wieder dran. Ich glaube, du musst kollabieren. Verzeihung, ich habe übersehen. Kein Thema. Nein, ich mag jetzt gar kein staatstragendes Abschlussstatement machen. Ich will euch nur sagen, es war eine der spannendsten Diskussionsrunden, die ich in den letzten Wochen hatte. Danke dafür. Ciao. Herzlichen Dank. Dankeschön, Peter. Ciao. Gut, dann knüpfe ich an vielleicht. Ich glaube, es gibt viele Lösungsvorschläge am Tisch. Ich glaube, es bedarf jetzt, so wie es der Moritz sagt, der tatsächlichen Umsetzung. Sprich, man muss jetzt von, und ich glaube, gerade wir Startups, wir wissen ja, dass sehr oft das Thema Fake it till you make it wir auch praktizieren und zuerst schöne Slides bauen und dann uns überlegen, wie man es umsetzt. Ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei, jetzt geht es in Execution. Und am Ende des Tages, glaube ich, geht es jetzt auch darum, die Dinge wirklich mit Leben zu befüllen und diese Rechtssicherheit zu schaffen, weil ich glaube, das ist wirklich eine absolute, das wirklich Schwierigste. Und das sehen ja auch wir bei uns in der Gruppe, Bernhard, dass es an vielen Punkten wir noch Fragezeichen haben, die uns keiner beantworten kann, wurscht ob Lohnverrechnung oder was auch immer. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, da erst einmal Nägel mit Köpfen zu machen. Das ist das eine. Ja, natürlich, das ist auch von Christoph, Thema Kapitalmarkt, Eigenkapital stärken, auch das Thema Finanzbildung sehr viel früher quasi den Leuten erklären, warum das Sinn machen kann und dass Investieren nicht heißt, nur Geld aufs Sparbuch legen etc. Also ich glaube, das sind alles Themen, die sind sehr obvious. Was vielleicht auch ein Punkt ist und das noch quasi als Counterpart auch zur Börse, weil der Christoph auch bei mir im Bild genau neben mir ist,
aktuell bei den Anfragen bei uns, da geht es nicht um Millionen Euro, da geht es um teilweise 30.000, 40.000 Euro aktuell, um kurzfristig Liquidität zu schaffen. Da geht es um quasi die Sicherheit für die Bankfinanzierung zu bekommen etc. Gerade im KMU-Bereich. Also ich glaube, was auch klar sein muss, ist, es geht jetzt wirklich einmal kurzfristig da Instrumente zu haben, mit denen das möglich ist, die aber gleichzeitig nicht das Problem nur in 3 bis 6 Monate schieben, sondern es geht ja auch dann darum, und ich meine, Mois, das jetzt hier mit der Vollpension das beste Beispiel, das eine ist erst Überleben, aber danach geht es quasi wieder zurück ins Leben. Und da haben wir eben ja auch versucht, ein Instrument zu haben, wo man sagt, okay, jetzt einmal geht es Überleben, Liquidität und Kohle, Cash is King, wie ja auch der Titel war, und dann aber sehr wohl auch in Richtung Umsatz stärken, Leute wieder in die Unternehmen zu bringen, Umsatz zu generieren etc. Und ich glaube, das kann auch jeder und jede von uns beitragen, einerseits selber zu investieren. Bei uns können die Leute ab 100 Euro investieren oder eben Produkte kaufen bei der Vollpension oder die Services von Wiser nutzen etc., um quasi auch dort quasi Umsatz zu generieren, weil das ist mit Abstand die beste Finanzierung am Ende des Tages. Dann darf ich gleich, Wiser ist jetzt genannt worden, vielleicht Carina, dich jetzt noch mal bitten, sozusagen abschließend, vielleicht magst du auch die Frage aufgreifen, kann steuerliche Anreize vielleicht mehr Business Angel Kapital loslösen und kleiner Ausblick, wie es bei euch jetzt noch weitergeht. Ja, also wurde schon sehr viel gesagt, stimme eigentlich bei allem zu. Ich habe tatsächlich auch in den letzten Monaten war ich sogar auch in London und da gibt es einfach wirklich sehr schöne steuerliche Anreize für Business Angels, die wirklich einen großen Prozentsatz eben auch abschreiben können. Und da sehe ich, wie viel dann dadurch auch ausgelöst wird. Also es müssen solche Anreize her, damit eben auch dementsprechend viel mehr Kapital fließt als in unserem Markt. Mein abschließendes Wort, ich wünsche mir, Kommunikation ist schon angesprochen worden, wenn es wirklich schon aufgrund des Pushens der Startup-Szene dann wirklich Startups-Hilfspakete gibt, wünsche ich mir, dass sie dann auch wirklich der Realität der meisten Startups entsprechen und dann eben nicht ein Großteil wieder durchs Raster fällt. Ja. Vielen Dank. Moritz, dein Schlusswort sozusagen. Vielleicht fällt mir noch was gesagt. Ein jetzt im Moment. Bin ich danke fürs Zuhören. Wir sind auch haben es doch geschafft. Ja, und Daniel, danke, Daniel, danke noch in deine Richtung, Coram Publico, für die Top-Unterstützung von Conda Hilft für die Vollpension. Das freut den Daniel immer, aber man kann sein Lächeln durch den Bart nicht mehr erkennen. Wir sind eine Viertelstunde, also wir haben jetzt erfolgreich den längsten Roundtable von Zero to One zu Ende gebracht, eine Viertelstunde. Das war aber wirklich super spannend. Ich bedanke mich in der Runde. Vielen Dank, Carina, vielen Dank, Christoph, vielen Dank, Daniel, vielen Dank, Moritz, vielen Dank, Peter, auch wenn er uns jetzt nicht mehr hört, weil er im nächsten Meeting ist. Vielen Dank an all die, die hier dabei waren auf Zoom und die uns auf Facebook auch gefolgt sind. Vielen Dank für eure Fragen und ich wünsche euch alles Gute und ja, weiter geht's. Tschüss. Danke euch allen. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao.